Gut, für den Benutzer wird sich kaum was ergeben an Vorteilen. Man kann in einer Minute mehr Videos runterladen, als man sein ganzes Leben lang anschauen kann. Auch das selbstfahrende Auto wird eigentlich nicht gewünscht. Ich persönlich kenne niemanden, der das haben will. Vielleicht für Lastwagen, ja, aber man sieht auch die Gefährlichkeit. Wo es sicher einen Vorteil bringt, 5G, ist die Industrie. Hier gibt es spezielle Anwendungen in der Produktion, wo das tatsächlich günstig ist. Aber wiegen diese Vorteile für wenige wirklich die Gefahren auf, die dadurch kommen? Ich messe ja sehr viel die Strahlung und die einzelnen Impulse sind mindestens 100-mal, zum Teil viele 100-mal größer als das, was man bisher hatte an Strahlung. Wollen wir das? Ich spreche von den Impulsen, wie gesagt, nicht von der Strahlung vom Durchschnitt. Aber die Impulse sind das biologisch Wirksame. Und deswegen halte ich die Gesundheitsschäden, die 5G macht, für katastrophal. Das heißt, wenn man Vorteile zu Nachteilen abwiegt, dann überwiegen die Nachteile haushoch. Die gesetzlichen Vorschriften berücksichtigen einzig und allein die Erwärmung. Und das ist biologisch gesehen Unsinn. An der Erwärmung nimmt niemand Schaden. Was wichtig ist, sind die Pulsspitzen. Man kann da einen sehr einfachen Vergleich nehmen. Was ist Ihnen lieber, wenn Sie Ihre Partnerin, Ihr Partner 5 Minuten lieb streichelt oder wenn es Ihnen eine kräftige Watschen gibt? Der Durchschnitt des Drucks ist der gleiche, aber die biologische Wirkung ist doch sehr verschieden. Man sieht daran, dass einfach die gesetzliche Vorgabe von einer völlig falschen Voraussetzung ausgeht. Übrigens historisch gesehen, das ist eingeführt worden von einem Deutschen in den USA, der die Forderungen des Militärs berücksichtigt hat, weil das Militär wegen Radar sehr hohe Strahlungen hatte damals schon und die sollten nicht verboten werden. Also biologisch Unsinn, historisch sollte man eigentlich da längst drüber weg sein. Und bei uns gibt es eine Lobbygruppe von Mobilfunkbetreibern, die sogenannte IGNIRP, die mietfrei im Gebäude des Bundesamts für Strahlenschutz ist und Personalverbindungen hat zwischen diesen beiden Gruppen. Das heißt, es ist ein Skandal, dass eine Lobbygruppe unmittelbar unsere Gesetzgebung beeinflusst.